Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau, herzlich willkommen zur Auswärtspartie unserer Bayern beim FSV Fernwald. Zu Beginn ganz, ganz schlechtes Herbstwetter hier in Fernwald und die erste Möglichkeit, aber dann doch Abseitsstellung auf der anderen Seite. Fernwald mit diesem Eckstoß nach einer Viertelstunde und dann ist er auch schon drin. Danny Fischer erzielt die frühe Führung für die Gastgeber. Kurze Zeit später erneut der FSV, diesmal über die rechte Seite. Der Kopfball aber zum Glück in die Arme von Fabian Wolpert. Eine halbe Stunde ist schon gespielt. Younes Schepperi führt den Ball über die Mittellinie und wird dann böse gefoult von Tom Woywood. Der sieht auch die gelbe Karte. Dann der Freistoß direkt ausgeführt. Kopfballverlängerung von Lukas Fischer auf Daniel Scheron. Und er feiert sein erstes Saisontor mit diesem wunderbaren Salto. Aber auf der anderen Seite dieser Angriff. Und wieder ist es Tom Woywood, der fährt den Ellenbogen aus gegen Marcel Wilke. Darf aber weiterspielen, wird nicht ermahnt. Und auf der anderen Seite wieder die Reaktion. Marcel Wilke hält den Schädel rein und verwandelt zur 2:1 Führung in der 38. Spielminute. 5 Minuten noch bis zur Halbzeitpause und die Riesenmöglichkeit, aber der Pfosten rettet für die Bayern. Hier war die Ausgleichsmöglichkeit gegeben. Wir springen jetzt in die zweite Halbzeit. Lukas Fischer erkämpft sich die Kugel. Luka Garic spielt weiter. Foul an Lukas Fischer. Aber anstatt des Freistoß gibt, entscheidet der Schiedsrichter seltsamerweise auf Abseits. Auf der anderen Seite Riesentat von Fabian Wolpert im Tor der Bayern. Und die haben dann wiederum die Möglichkeit, aber diesen Querpass kann keiner verwandeln. 67. Der lange Einwurf in den Strafraum der Bayern. Tom Woywood hält den Fuß dazwischen und erzielt den 2:2 Ausgleich für den FSV Fernwald. Dann dieser Freistoß von der linken Seite und die Riesenmöglichkeit, sogar in Führung zu gehen für die Gäste. Eine Viertelstunde noch zu gehen und dann über die rechte Seite gespielt in den Strafraum. Kosuke Suda trifft. Und Fernwald führt 3:2, das Angstergebnis der Bayern aus den letzten Jahren hier in Fernwald. Können die Bayern nochmal reagieren? 2 Minuten später, Younes Schepperi tankt sich durch, wird in der Zentrale gefoult. Lukas Fächer bekommt auch noch einen mit, aber keinen Freistoß für die Bayern. Wiederum eine nicht nachvollziehbare Entscheidung des Schiedsrichters. Aber die Bayern konzentrieren sich auf ihr Spiel. Kopfballverlängerung von Lukas Fächer auf Justin Berry. Der am Keeper vorbei wird gelegt und dann gibt es nur eine Entscheidung. Foul-Elfmeter. Den nimmt sich natürlich Younes Schepperi. Läuft an, verwandelt sicher. 3:3 Ausgleich in der 81. Minute. Was kommt jetzt noch in den letzten 10 Minuten? Zunächst erstmal die Bayern. Younes Schepperi auf Almir Ziger. Lukas Fächer flankt in die Mitte, aber dort kommt niemand an den Ball. Weiter geht's mit Einwurf für den FSV Fernwald. Daniel Scheron passt auf, er kämpft sich die Kugel, spielt direkt weiter in den Strafraum. Lukas Fächer läuft dann in diesen Rückpass und verwandelt 4:3 für die Bayern. Was ist hier denn los? 82. Spielminute. Lukas Fächer mit seinem 5. Saisontor bringt er die Bayern also erneut in Führung. Dann wirft der FSV Fernwald alles nach vorne. Die Kugel wird aber abgefangen. Mercy Sandy schickt Justin Berry auf die Reise. Der schaut den Keeper aus und verwandelt 5:3 für die Bayern beim FSV. Jetzt darf gejubelt werden. 3 Punkte sind sicher. Wir verabschieden uns. Bis bald und auf Wiedersehen bei Bayern Alzenau TV. Marcel, 3:5 Auswärtssieg. Der erste Sieg von Bayern Alzenau hier beim FSV. Es war ein hartes Stück Arbeit heute. Ja, da hast du recht. Also war, glaube ich, mit einer der schlechtesten Saisonleistungen von uns, gerade zu den ersten 20 Minuten waren gar nicht gut, gar keinen Zugriff gehabt zum Spiel. Ja, dann führen wir eigentlich sehr, sehr glücklich zur Halbzeit, nehmen uns vor, dass wir aktiver sind, hat dann auch nicht so richtig geklappt. Aber dann eine große Charakterstärke von uns nach dem 3:2. Ich glaube, viele Mannschaften gehen auseinander, kriegen das Vierte, dann war es das hier. Auch wir drehen das Spiel und ja, letzte Woche waren wir nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, haben verloren. Heute war es andersrum. So ist halt der Fußball manchmal. Vielen Dank, Willi. Glückwunsch. Danke. Geil.